100% Rabatt? Kann das seriös sein? Also wenn es nach diesen Influencerinnen geht, dann schon. Storytime. 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 Warum ich gefeuert wurde und wie ich mich rächen werde. Bei einem Zoom-Call mit meinen Chefs habe ich gedacht, meine Kamera ist aus. Er hat mich dann direkt gefeuert. Ich werde mich jetzt rächen, denn ich hatte immer einen 100% Rabattcode. Die wurden alle angeblich gefeuert, hauen jetzt aber nochmal so einen 100% Rabattcode raus. Mit ihm bekommst du buchstäblich gratis Schmuck, um sich an ihrer alten Firma zu rächen. Klar. Der Code lautet Laura100. Er lautet Sina100. Der Code lautet Lea100. Also rächt euch, Leute, und holt euch gratis Schmuck auf ihrer Website. Aber Moment, was lesen wir denn da in den Kommentaren? Plus 1000 Euro Versandkosten. Das ist eine Masche! Kinder, das ist ein Trick. Was? Wir haben etwas gemacht, womit diese Influencerinnen nicht gerechnet haben. Wir haben sie gesucht und gefunden. Ich habe mich dann zurzeit schlecht gefühlt auch und wollte das auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall kein guter Move von mir gewesen. Das Video, das von dir so ein bisschen viral gegangen ist, da hast du ja erzählt, du wurdest gefeuert. Also die wichtigste Frage vorab, wurdest du gefeuert? Hey, wir sind offen und ehrlich und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag, also den wollte euch heute Kim präsentieren, deswegen schalten wir direkt mal weiter zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim mit dem Hashtag Schmuckuck. Was? Wie bitte? Schmuckuck. Das ist eine Mischung aus Schmuck und Kuckuck. Ich dachte, es war lustig, wenn man es so sagt, weißt du. Ja, ist doch lustig. Nee, ist doch ein lustiger Hashtag. Oder ihr entscheidet euch für Roberts favorisierten Hashtag. Er heißt ganz nach meinem Geschmuck. Kann ja mal gucken, welche Kommentare aber, mehr sind am Ende. Ha? Aber den hast auch du dir ausgedacht, muss man fairerweise dazu sagen. Aber du fandest ihn besser. Wir schalten direkt weiter zu Profi-Rausschmeißerin Kim. Kim, du hast ein paar Leute rausgeschmissen. Ne? Es gab ja ein paar empörte TikToks. Warum genau? Robert, die Leute haben gevaped. Im Zoom-Call, also eine E-Zigarette geraucht. Und so richtig in die Kamera geblasen. Und das hat ihnen natürlich gar nicht gefallen. Und deshalb haben die Chefs sie angeblich rausgeschmissen. Und mein Chef hat gesagt, hey Laura, was ist das denn, dass du hier vor allen Chefs rauchst? Genauso wie diese Person. Die hat nämlich mit den Augen gerollt. Mein Chef hat direkt auch gehört, etwas zu sagen und meinte zu mir im Call, hey Lea, ist es gerade langweilig für dich? Raus mit ihr. Und die hier wurde auch rausgeschmissen, denn die hat einen Hund mit ins Homeoffice gebracht. Ich habe mit meinem kleinen Hund gespielt, der mich auch quer übers Gesicht abgesteckt hat. Dann hat er mich einfach auf der Stelle gefeuert, weil das in seinen Augen mega unprofessionell war. Einen Hund? Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Like, wer noch Stromberg kennt. Hallo! Gefeuert. 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 Ganz eindeutig, diese Menschen wurden zu Recht gefeuert. Nix gegen dich, Kim, aber wir haben nochmal eine seriöse Person befragt. Und zwar einen Anwalt für Arbeitsrecht. Weil wir als erstes mal klären wollten, sind es überhaupt Kündigungsgründe? Also, keine Ahnung, wenn ihr einen Hund durchs Gesicht schlägt, also ich würde ja da nicht sagen, raus, sondern, oh. Folgende Punkte hat er uns geschrieben. Vapen im Zoom-Call, kein Kündigungsgrund. Mit den Augenrollen, auch kein Kündigungsgrund. Außer es war einem wichtigen Kunden gegenüber, aber laut TikTok war das ja ein Mitarbeiter-Call. Zoom-Call mit den ganzen Chefs. Dann haben wir noch von einem Hund durchs Gesicht geschleckt bekommen, auch kein Kündigungsgrund. Okay, also an den Stories, die Frauen erzählen, ist schon mal einiges merkwürdig. Gehen wir mal zurück zu den TikToks, Kim. Warum erzählen sie denn überhaupt von ihrer Kündigungsgeschichte bei TikTok? Die wollen sich jetzt rächen. Für ihre Arbeit mussten sie sich aus dem Firmenshop zum Testen den Schmuck nach Hause schicken lassen. Ich werde mich rächen. Ich hatte nämlich einen 100% Rabattcode, mit dem ich immer Produkte bestellt habe zum Testen. Mein Chef hat dann gesagt, Franzi, was ist das denn? Denn ihr Chef hat ihr logischerweise den Rabattcode Sina100 gegeben. Er lautet Sina100. Dieser Code ist scheinbar noch aktiv. Die doofe Firma, Robert. Die hat ihn nicht abgestellt. Boah, wie blöd. Der existiert noch. Und weil die sich ja rächen wollen, kommst du jetzt ins Spiel. Mit ihm bekommst du buchstäblich 100% Rabatt auf jeden Schmuck, den du willst. Also richt euch und holt euch gratis Schmuck auf ihrer Website. Ich würde sagen, Kim, machen wir doch einfach mal, oder? Gehen wir mal rein. Gehen wir doch direkt mal rein. Oh, die Halskette Drogos hier zum Beispiel. 205 Euro mit Rabattcode. Müsste es dann ja umsonst sein. Oder hier das Armband. Akia, Essia, Essire, Azio. Oder dieser Ring Trevi hier. 200 Euro kostet der. Ist das eher so ein hochpreisiger Shop, möchte ich mal sagen. Jetzt pack die doch mal alle in den Warenkorb. Okay, habe ich gemacht. 625 Euro insgesamt. So, und jetzt gebe ich da den Rabattcode ein. Wie war da nochmal? Franzi 100 oder so? Ist eigentlich egal, Robert. Nimm einfach einen x-beliebigen Frauennamen und schreib eine 100 dahinter. Sarah Jane, Lavinia, Kelenta, Estefania, Loredana, Peter, Flo. Okay, dann nehmen wir mal Lea 100. Ich meine, Lea ist auch ein beliebter Name. Wir packen das da rein und hä, es funktioniert. 100% Rabatt. Und wie viel musst du jetzt zahlen?
Hä? Moment, aber es ist ja nicht gratis, sondern jetzt 29,95 Euro Versand. Für einen Ring, für eine Kette und ein Armband. Das muss doch alles versichert und richtig eingepackt werden. Dinge, die in meine Handfläche passen würden. Versicherungen, Robert, die sind total teuer. Oder wie der Shop es formuliert, unsere Produkte sind einzigartig und deutlich preiswerter als die anderer Wettbewerber im Einzelhandel. Ja, ist klar und ist auch doof, dass, wenn man nach diesen Schmuckstücken sucht, man sie auf der Billig-Website AliExpress findet. Mit fast den gleichen Bildern. Und wenn du da jetzt die ganzen Sachen, die du da in deinem Warenkörbchen hast, bei AliExpress in den Warenkorb tust. 3,46 Euro für das Armband, 2,26 Euro für die Kette und 6,77 Euro für den Ring. Macht 12,49 Euro. Die kosten diese Dinger bei AliExpress. Das heißt also, unser deutscher Shop könnte sich die Sachen dort bestellen, dann sie quasi in ihrem deutschen Shop anbieten, 100% Rabatt anbieten, teure Versandkosten aufschlagen und würde immer noch Gewinn machen. Ja. Bisher ist das alles nur ein Verdacht. Wir haben uns ja auch mal bei dem Shop gemeldet, ne? Natürlich, und haben mal eine Mail geschrieben, Kim. Ja, und keine Antwort bekommen. Und da haben wir noch nicht die richtig krassen Vorwürfe rausgehauen, sondern wir wollten nur mal ganz formlos ein kleines Interview mit denen führen. In Reaktion wurde der Shop leider sehr schnell, sehr panisch gelöscht. Kurz bevor der Shop dann dicht gemacht hat, haben wir aber noch schnell Schmuck bestellt. Wir haben alles in unseren Warenkorb gelegt. Jetzt kommt die Post bei mir. Bevor der Shop zugemacht hat, haben wir aber noch schnell zugeschlagen. Wir hatten ja einen 100% Rabattcode. Haben die drei Teilchen da wirklich bestellt. Wirklich für die 29,95 Euro Versandkosten. Und verschickt wurde es aus Stuttgart. Also, zumindest sitzt ja die Firma in Stuttgart. Wenn Stuttgart in China liegt, dann wurde es auch aus Stuttgart verschickt. Okay. Das Paket war nämlich an einem chinesischen Flughafen zwischengeparkt. Dann kam es nach Deutschland. Wir waren da. Wir waren wirklich da, ja? Aber das Paket kam nie bei uns an. Stattdessen hieß es, sie konnten uns nicht erreichen und dann ging das Ding wieder zurück an den Absender. Oh, jetzt habe ich so ein Teilchenhunger. Lecker Teilchen. Ich auch. Okay, also aus dem Schmuck wurde leider nichts, aber wir hatten ja zum Glück noch eine andere Spur. Genau, die angeblich gefeuerten Mitarbeiterinnen. Die haben ja ihre Videos bei TikTok veröffentlicht. Dachten wir, können wir doch den TikTok-Kanal anschreiben? Bam. Das waren irgendwie ganz neue TikTok-Kanäle. Da war nur ein einziges Video drin und die hatten dann so tolle Namen wie Saure Zitrone 99, Hannah Alice 1234 oder Laura Goes Viral. Und auf diesen ganzen Kanälen war nur ein einziges Video drin und ansonsten nichts. Aber dieses eine Video hat uns schon gereicht. Wir hatten zwar keinerlei Kontaktdaten oder echte Namen im Profil, aber ein Gesicht. Und mit diesem Gesicht haben wir uns mal ins Internet gestürzt und sind tatsächlich fündig geworden. Und wir wollen jetzt niemanden exposen, deswegen bleiben die Infos natürlich privat und anonym. Aber wir wollen natürlich rausfinden, Kim, haben die denn wirklich für diese Schmuckfirma gearbeitet? Mir ist gerade ein Kopfhörer aus dem Ohr gepurzelt. Bei zwei von denen haben wir auch die Kontaktdaten gefunden und haben sie einfach mal angeschrieben. Und eigentlich auch keine Antwort erwartet, aber tatsächlich hat eine geantwortet und wollte sogar mit uns reden. Und weil ihr das alles mittlerweile sogar ein bisschen peinlich ist, macht sie das alles anonym jetzt. Ich mache Content Creation für Firmen mit einer Freelancer-Plattform. Also da hat mich einfach eine externe Agentur kontaktiert. Ich hatte aber von der Marke davor noch nichts gehört oder kannte sie auch nicht. Die Marketingagentur hat angefragt, ob sie ein kurzes Selfie-Video zu Werbezwecken aufnehmen möchte. Das Skript ist auch schon fertig. Sie soll einfach behaupten, sie sei die Mitarbeiterin dieser Firma, die hätten sie rausgeschmissen und jetzt hätte sie einen Rabattcode. Hat dann das Video aufgenommen oder mir eben nochmal gesagt, dass ich das auf einem eigenen Account, den ich erstellen muss, posten muss. Dann habe ich das genischert, haben sie gesagt, das passt. Das Video, das von dir so ein bisschen viral gegangen ist, oder hast du ja erzählt, du wurdest gefeuert. Wurdest du gefeuert? Nein, wurde nicht gefeuert. Ich habe bei der Marke nicht gearbeitet. Ich fasse mal kurz zusammen, die Story war einfach frei erfunden. Okay, dann halten wir mal fest, die ganzen Videos waren definitiv nur ein Fake, weil halt einfach ein Rabattcode rausgeballert werden sollte. Das heißt ja im Grunde, Leute sollten angelogen werden, ne? Also die Leute, die diesen Rabattcode benutzen. War ihr das denn bewusst? Grundsätzlich ist es mir schon komisch vorbekommen. Also ich dachte, eigentlich ist es Win-Win, weil er deine hat Reichweite und die Kunden haben einen 100% Rabattcode. Ich hatte gar nichts Böses im Sinne irgendwie, sondern dachte mir, ich nehme einfach ein kurzes Werbevideo auf. Dass das allerdings ein bisschen ausartet, hat sie dann gemerkt, als die ersten Kommentare reinkamen. Ich habe natürlich gesehen, dass es bei manchen nicht gut angekommen ist. Da habe ich quasi in meinem eigenen Code selbst probiert und online eingegeben und habe dann rausprobiert und gesehen, je mehr sind, desto toll ist der Versand. Da war ihr dann auch klar, dass es doch abzocke. Aber warum hat sie ihr Video denn nicht gelöscht, als ihr klar wurde, dass Leute damit verarscht werden? Den Account mit diesem einen Video, den hat sie tatsächlich gelöscht. Aber das Video wurde dann auf einmal auf 9 Accounts bei TikTok und YouTube hochgeladen.
Ich bin quasi jene böse Person in der Leiter, wo ich das nie sagen wollte. Das ist halt ziemlich blöd, dass ich da jetzt total außerhalb meiner Macht liegt, was jetzt passiert mit dem Material. Was ich mich jetzt natürlich frage, gab es für diese Zusammenarbeit denn auch einen 100% Rabattcode? Also war sie quasi auch gratis? Also sie hat tatsächlich Geld dafür bekommen. Allerdings als auch nicht so viel, 60 Euro. Halten wir mal fest, sie würde es vermutlich nicht nochmal tun. Und der Schmuck, der da verkauft wird, ist vermutlich nicht das Geld wert, was der Shop versprochen hat. Leider wurde der Shop ja kurz nach unserem Kauf gelöscht und auch auf unsere Anfragen hat der Betreiber des Shops leider nicht reagiert. Aber die Influencerin, die uns das Interview gegeben hat, die wollte auch am Ende ganz im Ernst noch was sagen für dieses Video. Ich sag offen und ehrlich, es war dumm von mir. Ich habe mich recherchiert, dass im Video war nicht die Wahrheit, das war ein Skript, das mir vorgegeben wurde und das war dumm, aber so kann man selber aufgehen, vielleicht, dass sich die Leute mehr Gedanken machen. Ich habe mich dann zurzeit schlecht gefühlt, ja. Deswegen habe ich auch dir jetzt gar nicht gesagt, klar, ich rede mit dir drüber. Und worüber wir auch mal wieder reden können, Kim, wären Katzen. Richtig. Wie findest du die Überleitung? Super Überleitung, darauf den Rabattcode Katze100, gebe ich dir. Schickt einfach einen Betreff mit Katze100, wenn ihr auch eine Katze zu Hause habt und ein lustiges Video von der habt, an offenundehrlich@sr.de. Und hier gibt es noch ein Video von Chris Müller, einem neuen Funk-Creator, der was zum Thema Formel 1 gemacht hat und warum Medienmilliardäre diese Sportart so lieben. Und auch die einzigen sind, die sie lieben. Ciao. So.